Hallo! Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Wir haben gesagt, wir machen Doppel-Lilith-Run, diesmal mit meinem Spielstand. Und ich habe noch The Pocking of Isaac aktiv, weil ich einen Screenshot von Thunder gemacht habe. Deine Lilith, daran erkennen wir, wer du bist. Sie ja. Schaut ganz neutral und alle Gegner sollten, sie werden Gesichtsausdruck machen. Alle Gegner? Die meisten. Okay. Dachte ich zumindest. Okay. Oh mein Gott, du bist so viel leiser direkt. Dreh es mal bei mir selber lauter. Soul of Apollo. Soul of Apollo. Jo, cool, fliegen. Für den Boss echt praktisch, sollte man nicht zu früh einsetzen. Ja, nicht so wichtig. So, ich dachte, wir wollen zweimal den Charakter nehmen, weil... Ich hab den noch nie gespielt. Und der wirkt ziemlich lustig, ja. Das ich glaube, ich muss die Musik eine Spur... Ich weiß, du hast gerade anders umgestellt. Ich glaube, ich muss eine Spur leiser machen. Nee, weißt du was? Ich mache im Lautstärke-Mixer. Ja, ich hab's bei mir auch gerade... lauter gemacht. Okay. Oh, ich hab's der Eingang, ein bisschen so bist du aus dem Spiel noch rausgeklickt, tatsächlich. Oh, bin ich? Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, also die Peitsche, die macht extra Damage, ne? Und, aber ich kann auch weinen, wenn ich will. Aber man weiß nicht, ob das direkt extra Damage macht, aber das Weinen, was man hat, das zieht automatisch zum Gegner hin. Echt? Oh, cool. Das heißt, du kannst auch welche drücken lassen, dann zieht das automatisch, was super hilfreich ist. Oh Mann. Die länger Bienen. Tier 0. Haben wir ein paar Tier 0-Item-Fans? Die darfst du gerne mitnehmen. Die darfst du haben. Oh, danke. Gönn dir doch was. Okay, ja, ich gönn mir. Ich bin dafür, dass du dieses Mal stark wirst. Da habe ich schon so oft gesagt. Und dann hast du mir immer wieder alle Items überlassen. Ah, jetzt hast du auch das Pogging. Pog. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt erst freue, aber. Ich bin ein bisschen. Und da ist die Poggy Bank. Die Poggy Bank. hast du... Oh. Ja, wir verschieben können, ist egal. Was habe ich? Nein, ja, warte, ich peitsche hin. Siehst du's? Siehst du meinst, ob er auch so ein Pock-Gesicht macht? Nein, ich peitsche eine Sache im Interface. Oh, den Hard-Mode? Ja, ja, ist okay, wir haben so viel freigeschaltet, das ist, ich war gerade wirklich sehr verwirrt. Ich spiele beim nächsten Mal ohne Hard-Mode, instant wieder mit nee, Hard-Mode. Nee, komm, es ist, wenn man mehr, das Spiel wird so viel leichter, wenn man mehr freigeschaltet hat. Wir haben auch super starke Charaktere, schau dir das an, schau dir das an. Schau dir das an. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Nee, es wird sehr viel einfacher, weil man so viel besseres Zeug überhaupt? Hat. Kann ich öfter peitschen mit Tier-Rate? Ich glaube ja, und ja, du schießt halt auch mehr Tränen. Tränen. Also ich kann nur so schnell peitschen. Ja, du bist ja schneller. Oh, cool. Nehme ich mit. So, dann, oh, 5er. Ja, holen wir noch ein bisschen. Wir sind eh stark unterwegs gerade. Kann das Baby Sachen aufheben oder hat es noch keine Hände entwickelt? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist lange her, seit ich den Charakter jetzt gespielt habe. Ich glaube, sie kann aber keine Sachen aufheben. Okay. Nee, aber bewegen. Kann ja helfen, wenn was in den Stacheln drin liegt. Oh. Ja, jetzt, wo wir bei mir spielen, wo wir keine Unlocks brauchen, kommt sowas. Oh, siehst du? Die pocken ein bisschen. Ja, ich sehe es. Ich muss sagen, der guckt irgendwie ein bisschen anders. Ah, ist mir nicht wert für die schwarzen Herzen, ehrlich gesagt. Nee, die sind zu gut. Secret Room wird wahrscheinlich unterm Shop sein. Ich finde es so cool, dass im Startraum der Boden immer anders gemalt ist, je nach Charakter. Na. Ja. Oh, da ist der. Vom Shop aus. Schauen wir am besten. Ja, ja. Shoppy. Oh, nicht in die Poggy-Bank laufen. Und was kriegen wir? 3 Poggy-Münzen für die Poggy-Bank. Willst du die Poggy-Bank mitnehmen? Eigentlich würde ich sie mitnehmen, einfach nur, weil wir die ganze Zeit drüber reden, aber wir kriegen doch keinen Schaden, oder? Ja, das stimmt. Eigentlich ist ja unnötig, weil wir nicht mehr getroffen werden. Aber ich muss sagen, Lilith selber sieht ja auch aus wie eine Poggy-Bank. Guck, ich habe da extra so einen Münzschlitz auf dem Bauch. Nein. Du kannst da gerne ein bisschen Münzen reinstecken. Was willst du machen? Warte, wir haben zuletzt bei meinem Spielstand Mana gemacht. Wir überlegen weiter. Wir machen auf jeden Fall was anderes. Ich find's gut, dass ich auch nicht antworten musste. Ich hätte auch nicht gewusst, was wir machen wollen. Oh, ich will hüpfen können. Ja, klar, nimm mit. Oder willst du schon mal für Bookworm beide aufheben, einmal kurz? Nee, es gilt eh noch für einen. Ich will das haben für Aiming, keine Ahnung. Ja, aber du kannst doch beide einmal aufheben. Nee, es hat keinen Effekt. Ach so, meinst du... Ja, heb es einmal kurz auf und jetzt wieder hin. Ich dachte, du meinst, dass wir beides dann bekommen, aber... Ist ja nur jetzt hast du 2 von 3, genau. Ja. Okay. Jo! Wir könnten Mega-Satan mal machen. Können wir auch direkt Angel Beats mitnehmen, haben wir eine gute Ausrede dafür. Mega-Satan ist free. Oh, ich kann Kaki kaputt machen ab jetzt. Wie kann das der gleiche Schwierigkeitsgrad sein? Ich weiß es nicht, ich meine.
Wir haben nichts bekommen, ne? Das kann doch nicht sein! Also wenn ihr die letzte Folge guckt, die ihr jetzt natürlich angucken müsst... Das ist doch nicht das gleiche Spiel! Den ganzen Run haben wir aber nur nach Sachen gesucht. Ein Hundezahn. Beat und Damage, nimm du. Ja, ich habe bisher noch nicht viel. Ach, der macht mal... heute auch, wenn wir beim Secret Room sind. Secret Room, ja, ja. Da war eine Karte. Nee, ein Herz. Oh, hast du den Peitschen-Move gesehen? Oh, Luck up. So verdient. Ich bin lucky einfach. Ich glaube, es reicht auch, wenn einer hohes Luck hat, dann sollten wir. Ja, genau. Oh Gott, das ist so ein starker Charakter, wenn man im Koop ist. Was? Oh, Geheimraum. Die Gegner sterben einfach. Ich hab schon eins. Oh, fast hättest du zwei. Ach, kannst du gar nicht, stimmt. Okay. Nee, ich hab noch Platz für eins. Mach mir den Boss direkt. Okay. Ey, du kannst zu den Pillen rüberspringen, über Steine fällt mir gerade auf. Aua. Oder Kiste, was auch immer hinter den Steinen war. Easy. Ich kann überall nicht reingehen, nicht reingehen. Oh, zum Seelenherz hüpfe ich hin. Ist es irgendwas mit Luck? Ich hab keinen... No, bei mir bringt Speed, bei uns beiden bringt Speed. Ja, gut. Mach du. Eine gute Plazenta, die hast du ja verdient. Das ist ein angemessenes Item für diesen Charakter. Ja. Also gibt's auf der Ebene noch was? Ja, doch, es gibt noch was. Wir haben den Secret Room noch gar nicht. Guck, ich brauche gar keinen Speed, ich hüpfe einfach. Warte, konnte ich zu der Kacke hinhüpfen? Ich sag, der Secret Room ist... Nee, warte, der warte, hat gar nicht geheult. Muss, da ist nichts hinter, okay. Der Hund heult ja, wenn er ein Secret Room ist. Jetzt haben wir auch keine Bombe mehr. Warum heult der Hund da nicht? Ja, weil er da nicht war. Hier? Hey, heult der beim Super Secret Room? Der heult auch beim normalen Secret Room, aber... Okay, Hund ist schüchtern. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Naja, wie auch immer. Vielleicht ist es mal so ein komischer, der wirklich nur an dem Stachelraum dran ist oder so. Ich glaube, sowas gibt es ganz selten mal. Ja, ich glaube, das ist... Der hat eine ganz komische Location. So, warte, pass auf, da ist der Seed. Wenn jemand, der das nachschauen will, wo der Secret Room ist, dann lass es uns na, wissen. Na, 38. Oh. Boah, der 38, was ein Seed. Nein, ich wollte mich nur freuen, dass die Community was nachgucken darf. Ach so, ja, ja. Aber der Seed ist auch Poggers. Schließlich Pogging auf Isaac. Da kann man sich auch mal ein bisschen freuen. Ich komme nicht darüber hinweg, wie viel einfacher dieses Spiel gerade ist. Ich meine, wir hatten auch kein Item, wo wir getanzt haben in der letzten Aufnahme. Oh, hast du es auch aktiv? Ich müsste es aktiv haben eigentlich, ja. Oh, dann hatten wir wirklich kein Tier 4 Item. Ach, das ist doch... Oh. Instant weg. Tragisch ist das doch. So, den Würfelraum braucht man nicht, oder? Erstmal. Nee, Würfelraum finde ich unnütz immer. Außer man will seinen Run loswerden, weil er echt scheiße ist. Ja, man kann manchmal auch die Ebene nochmal neu machen, aber zwei Schlüsse dafür. Ja, wir haben gerade 4. Ich meine, wenn du reinschauen willst, können wir reinschauen. Noch nicht. Wir gucken erstmal, was die Ebene uns so zu bieten hat. Gott, ist so stark. Ja, und Moggy hat auch irgendeinen Mod mit Musik installiert. Ja, ich hab den Enterbirth-Soundtrack. Natürlich basiert Repentance auf der Enterbirth-Mod. Warum nicht einfach irgendwelche so... Keine Ahnung, die Musik aus dem GTA-Trailer oder so? Die wird geclaimed. Das weißt du doch. Folge, ich weiß nicht mal, welche Folge das war von Lethal. Die zweite wahrscheinlich. Von der Aufnahmesession. Ja, ja, genau. Ja, genau. Die kommt noch. Oder vielleicht ist sie schon da. Ich habe keine... Ich weiß doch nicht, wo ich chronologisch bin. Die kam ja gestern schon. Das heißt, für uns übermorgen kommt die schon. Okay. Das ergibt alles Sinn, glaub ich. Ich frage einfach jeden Tag Moggy, was kommt heute? Er hat meinen Kanal in der Hand. Nimm du mal mit. Fürs Herz. Das Ewe ab und so ist egal. Es geht ums schwarze Herz bei dem Item. Okay. Ich will alles mit. Damage! Nimm du mit. Lass ich hab schon 5,6. Nimm du. Ich hab schon 5,6. Ich hab schon 2 Damage-Ups. Ich will eins mit. Du hast 0. Ich will kein Damage. Ich will Lack-Sachen. Ich beanspruche später irgendwas Wichtiges. Keine Sorge. Okay. Ah, das nehme ich mit. Mehr Bomben. Wir haben ja noch einen Goldraum, da ist bestimmt was Wichtiges drin. Ja. Wie ein Wolf. Oben würde ich dann... Oder was? Super Secret? Nee, hier ist der Super Secret. Normalen haben wir schon. Was ist denn mit diesen Rotten Hearts? Was soll das denn? Wir haben doch schon welche. Boah, die Kreditkarte! Die wurde ge... Da ist der... Oh, der zweite Shop. Was gibt's hier? Da gibt's die guten Items, aber wir haben leider noch nicht das Geld dafür. Also auch noch nicht... Oh, den können wir wegspringen. Rainbow Worm ist nett, aber will ich nicht.
Nee, da ist die 7 Cent nicht wert. Da können halt... Ich weiß gar nicht, ich glaube, da können Items aus allen Pools drin sein. Ah ja, okay. Und man hat meistens so einen Reroll-O-Mat oder vielleicht sogar immer. Das heißt, es lohnt sich. Ich höre die ganze Zeit hier Among Us-Musik hier. Nee, TTT haben wir gespielt. Nein, ich meine... Okay. Was? Alles gut. Abel. Wow. Ich glaube, es bedeutet hier ist ein... Warte, bedeutet das vielleicht, dass hier... Warte mal. Synchro... Ja! Das ist ein Feiner, der Hund. Bestimmt Cricket. Ja, der liegt jetzt hier unten. Ja, den nehme ich. Ich wollte gerade sagen, ich will es wirklich nicht haben. Okay. Dann, es ist nur fair, wenn ich dafür dieses fantastische Item mitnehme. Ja, klar. Jetzt haben wir beide irgendwas, was komisch. Oh mein Gott, das sind beides auch so Goldkisten-Items aus dem ersten Rebirth-Release. Beziehungsweise von den DLCs. Stimmt, ja. Du Baby's Only Friend hat des Öfteren ein bisschen zur Kathedrale gecarried. willst du in den Würfelraum rein? Wie viele Schlüssel haben wir? 3? Nee. Vielleicht haben wir was, damit wir die Ebene nochmal machen können. Du sagst, die lohnen sich nicht und jetzt auf einmal rennst du rein. Sind die 6? Damit hätten wir alle Pedestal-Items. Oh, das ist das. Ja. Wer hat's berührt? Was ist das denn? Der ist cool. Radius of Friendly Creep. Ja, wenn du so Flüssigkeit hinter dir hast. Ich hab kein Trinket. Ich hab das mehr Bombendrop-Trinket. Vielleicht können wir einen Bombenbagger mal benutzen. Vielleicht. Es gibt auch Steine, die haben so ein ganz kleines Kreuz drauf, ne? Ja, die muss man 2 oder 3 Mal rausspringen, da ist dann... Oh, das ist echt ein Kreuz. Komm, reden wir drüber. Die mit den winzigen Kreuzen weiß ich aber auch nicht ganz. Also wenn da einer ist, dann ist auch immer Leute im Chat, sagen mir immer, oh, da ist einer. Okay. Die ignoriert man also einfach. Ich würde sie gerne nicht ignorieren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie aussehen. Einfach Mod installieren, der sie umfärbt. Easy. Ich hatte damals eine Mod, das war die Dwayne the Tinted Rock Johnson. Oh, ja, den kenne ich. Guter Mod. Das war irgendwie lustig und dumm. Komm, da darfst du runtergehen, ganz allein. Hättest du auch rüberspringen können, tatsächlich. Schlüssel. Aber ist okay, muss auch nicht. Nee, du hast gesagt gehen, du hast nicht gesagt springen. Ich dachte, für dich ist springen und gehen einfach das Gleiche. Springen ist mir noch nicht im Blut tatsächlich, aber ich soll es mir in meinem Blut holen. Ich komme nicht darüber hinweg, wie anders dieses Spiel ist, wenn man viel Zeug freigeschaltet hat. Wir haben noch nichts von den freigeschalteten Sachen gefunden. Das kannst du gerade nicht sagen. Nee. Das mit dem Shop müsste freigeschaltet sein. Die goldene Kreditkarte meinst du? Ja. Glaube ich. Ja gut, aber da haben wir auch noch nichts gekauft. Ja, also. Ich weiß auch nicht, aber der Run läuft viel besser. Ja, du hast einfach deinen Isaac-Lack hochgedreht, so wie die Minecraft-Speedrunner da, die geschummelt haben. Hast du bei Isaac, einfach, dass deine Folgen besser werden. Ja. Ein bisschen. Ich habe immer noch Angst, dass jemand das Geld klaut. Ja, Abel, der sieht aus wie jemand, der das Geld klaut, aber Abel ist immer für einen da. Hast du den Pong gesehen? Der hat richtig gepockt, ja. Der fand das richtig cool, was hier passiert. Rip of Greed, oh, die war, glaube ich, super gut. 5% mehr Münzen, aber weniger Herzen. Okay. Und? Und es kommt kein Greed mehr im Shop. Oh! Nur weil wir seine Rippe dabei haben? Naja. Den muss er doch dann erst recht jagen wollen, der Junge. Nö, den kann er nicht mehr, wir haben seine Rippe erst fort. Willst du auch bei uns ein bisschen Luck haben, habe ich gehört? Ja, ich habe gesagt. Dann könnte ich mir doch einen Tears down. Oh, okay. Ein bisschen Energy. Diplopia. Diplopapa. Okay. Willst du Luck-Up noch mitnehmen? Gucken wir erstmal runter. Schauen wir erst runter. Da ist auch noch einer mit den Augen, den wir wegsprengen können. Ja, da will ich nichts von haben. Ich leg mal hier eine Bombe. Dann würde ich sagen, wir buttern mal ein bisschen was rein. Ja. Das will ich auch nicht haben. Das ist zu teuer. Was ist das? Crack Crown ist ja ganz... Nein, die ist generell gut. Das macht echt viel. Ja, damit sind einfach alle Setups 33% besser. Das ist ein gutes Trinket. Das ist echt gut. Auch mein Luck? Nein. Wenn du... Doch, ich meine, ich glaube, es geht nur für Items. Okay, aber dann solltest du das nehmen. Du hast doch viel mehr Items. Wir können es tauschen, das ist ein Trinket. Ach so.
Aber ich hab die Rippe. Mit und schau, was bei dir bringt. Und wenn es zu wenig ist, können wir kurz tauschen. Okay. Ich hab bloß 0, nicht viel. Nee, es ist nicht so für mich. Aber für dich ist es bestimmt besser. Du hast ja schon ein paar Damage. 0,6 Damage ab? Ja. Wie übel. Und es wird ja noch immer mehr im Verlauf. Also wir können noch weiter schauen, weil wenn was Gutes... Na, wobei, die Plopia machen wir im Angel-Deal. Ich kaufe mir mein Glück erstmal, glaube ich. Ja, wir können den dann noch wegsprengen. Okay, ja. Ich meine, du hättest das Feld auch mitsprengen können. Flat Penny. Ja. Nee, der Damage ist wichtiger. Wir bräuchten sich Schlüssel, aber unsere anderen Trinkets sind schon besser. Jaha. Es ist immer noch unglaublich. Die Cowboys sind los. Wie viel stärker wir einfach sind. Aua. Ich würde so eine Piggy Bank gerne. Ja, genau, die Poggy Bank. Die Moggy Bank. Kann jemand bitte eine Mod machen, in der es zu der Poggy Bank wird? Also, sie braucht auch einen passenden Gesichtsausdruck. Ja, das wird sogar ich hinkriegen. Warum machst du es dann nicht? Okay, ich gehe kurz AFK und mach's eben. Das ist ein Luck-Up. Ja, eigentlich solltest du mal ein bisschen Luck-Up bekommen, aber Luck-Up. Nee, an dem Punkt. Ach, du hast noch eins. Ja, ich hab's aufgehoben, falls ich vielleicht irgendwas finden würde, den ich Pillen verdoppeln kann oder so. Falls du noch ein bisschen mehr Luck brauchst. Ich will die. Schön. Alle machen einfach irgendwas. Nein, sie hat nichts gemacht, also schon okay. Okay, ja. Wir sehen nichts, aber ich glaube, das ist auch an dem Punkt nicht so relevant. Ja, ich sehe noch ein bisschen was. Schön ist, wenn man auf den 1080p-Monitor zurückgeht. Aua. Oh, kein Angel-Deal? Ich nehme das HP. Ja, ich habe gehört, ich kann die Damage-Ups haben. Ja. Ja klar, du hast deine Multiple immer noch 3,5. Wir müssen langsam was Gutes für dich auch mal finden. Ich habe bei allen Damage-Items bisher Nein gesagt, also ich weiß nicht, was du für mich finden willst. Ja, irgendwas Cooles. Das wird schon. So, wir können hier mal eben in den Challenge-Room rein. Ja. Mein down. Kleines Tier-Sub kannst du ja mitnehmen. Ja, Tier-Sub klingt doch gut. Pin? Oh, das wird gefährlich. Da ist er. Ach, warum 1 Millimeter vor meinem Gesicht? Die Poggy Bank zahlt aus, hat sich schon gelohnt. Hoch auf die Poggy Bank. Spring weg! Welche iFrames beim Springen? Müsste ich sogar. Beim Springen hast du iFrames. Aber wie eine Dodge Roll, so gesehen also. Ich spiel Dark Souls gerade. Ich hab die tatsächlich aber auch nie in einem Kampf eingesetzt, also keine Ahnung. So, der Raum da ganz rechts, war der eigentlich für 2 Bomben oder? Ich glaube, du kannst auch gratis da reinspringen. Ja, ich glaube auch. Nee. Nee, das wäre nicht wert. Ach, schauen wir da mal schnell rüber. Ach, da waren wir schon drin. Ah ja. Da drin. Kisten wahrscheinlich. Das war das da unten. Ah, ja, da wo du nicht rübergesprungen bist, obwohl ich gesagt habe, spring rüber. Das hast du nicht vorher gesagt. Ja, klar habe ich das gesagt. Ich sehe einen Crawlspace. Schau, wie viel Crawlspace ich jetzt finde. Ich glaube, den hätten wir so oder so gefunden. Oh, das sind doch diese... Ist so scheiße. Ich weiß, ich meine, es ist egal, man kann mit dem Charakter sowieso die ganze Zeit peitschen, also... Ja, eben. Aber prinzipiell... Aber deine Tränen gehen, glaube ich, in meine rein. Probier mal. Ja. Ja. Genau. Das heißt, du sabotierst mich auch noch. Gerne. Ey, wenn es Schilde, Tiers oder so sind, dann stehen die da wie so Schilde. Hat schon Vorteile. Ja, und wenn sie explodieren, ist halt trotzdem super stark. Also wenn wir die schnell zum Explodieren bekommen, kann es schon gut sein. Ja, würde ich sagen, gute Ebene soweit. Ja. Und auf der nächsten Ebene kriegen wir endlich einen Angel-Deal und dann wird die Plopia mal eingesetzt. Ja. Vor allem bräuchten wir den wirklich relativ dringend, weil wir wollen noch die 2 Schlüsse haben. Wir wollen nämlich zu Mega-Satan. So. Ja, ich hätte echt gern Angel-Deal. Und sonst nehmen wir einfach Dad's Keys mit. Der liegt bestimmt auch irgendwo rum. Ah, jetzt wird's aber 100%, will ich auch hoffen. Der ist nett. Der nicht. Ich verstehe schon, warum du... Also, ich habe schon leichte Verzögerung so hier bei den Inputs und so. Kann schon verstehen, dass du da bei mir immer getroffen wurdest. Ja, es macht nicht so viel aus, aber schon ein bisschen. Ich finde sogar, es ist schlimmer, als wenn man online spielt. Ah, das wäre ganz gut, weil... Beziehungsweise, es wäre relativ... Ich habe noch Platz. Okay. Ja, wir sind traurig für den Koop-Modus, wenn dem nicht so wäre. Ja, süß.
Muss wohl am Delay liegen. Oh, naja. Der Raum ist dann gekachelt, wenn man schon mal drin war, aber ihn noch nicht geklärt hat? Das liegt an. Ich habe so eine Mod, die die Map ein bisschen besser macht. Okay. Oh, goldene Bombe. Was ist passiert? Ah, goldene Bombe. Keine Sorgen, die ist gut. Große Feuerrate von 5. Ja, ich glaube, Damage-Up lohnt sich bei mir langsam. Meinst du? Ja. Wir sind halt stärker als jetzt im letzten Run. Wir sind halt jetzt echt schon... Na, dann wiederum du warst im letzten Run. Nee, also mit dem der Lunge und so. Oh mein Gott, lauf doch nicht auf die Stacheln. Ja, ich war gerade verwirrt, wer ich bin. Der passt auf die Stacheln gelaufen ist. Da ich nicht auf die Stacheln gelaufen bin, weiß ich nicht, wovon du redest. Oh, die poggen richtig los. Oh, die Würmer auch, hast du den gesehen? Ja. Wie du bei jedem Gegner bist. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Ja, weiß ich ja nicht, du hast ja Delay. Ja, aber ich hab trotzdem Augen. Ja, sei, dass du darauf achtest, nicht getroffen zu werden oder so. Nee, ich achte auf Pox. So, hier haben wir, ja. Ach, unendlich Bomben. Ach, keine Lust, da runter zu gehen. Geh ich nicht außen rum. Du hast den Schlüssel, hallo Schlüssel. So. Und jetzt ist dein Einsatz. Oh yeah. Oh yeah. Ich hab's bald. Ja! Das waren die schlechtesten goldenen Kisten, die ich jemals gesehen habe. Ich hatte schon schlechtere. Aua. Das glaube ich nicht. Wir haben auch noch gute, gut viele Special-Herzen. Okay. 19 Cent. Wir sind da richtig stark unterwegs. Das heißt, der Shop wird auch noch ganz nett. Pock. Oh mein Gott, dieser Stein. Was mein Leben ist echt in Ordnung dafür, dass ich irgendwie so oft getroffen werde. Ja. Wolf. Nein, du Wolf kannst hat nicht einfach so oft Wolf rufen. Du kennst nicht die Geschichte. Danke fürs Retten. Gerade Mikro gerichtet, auf einmal im Raum von 5 Gegnern. Wusste ich nicht. Okay, wollen wir. Das ist Step 1 gewesen. Klar. Ich kann länger wieder drücken, okay. Die werden so weggepeitscht. Oh, ich patsche mal den oben. Ja. Die konnten nicht mal rollen. Okay. Ach nee, oder? Zweimal Holy Poop. Aber ist das ein echtes Item, oder nicht? Nee. Oh, wir haben zwei Engel direkt. Holy Poop ist egal, wer es mitnimmt, weil der geht eh immer kaputt. Ach, so ein Müll. Willst du es mitnehmen? Okay, ja. Können wir irgendwie rerollen? Nee, ne? Mhm. Egal, wir kriegen noch einen Angel Deal, dann lohnt sich das schon. Der wird ausgepeitscht. Au. Tun die Gegner ein bisschen leid. Einfach nur da und bringen sie um. Sogar nochmal eine Bombe, dass wir den zweiten auch noch aufwecken können. Der kriegt sogar noch eine Bombe. Ups, noch eine. Ja. Ich werde mal ein bisschen zur Abwechslung. Ist, ey, diese kleinen Lags und alles. Hattest du gar keine Lags beim Mitspielen? Nee. Oh, cool. Sehr schön. Du hast beide Schlüssel? Ja. So, dann. So, das ist. Shotspeed, Planetarium-Chance, was auch immer. Ein Herz mehr. Das solltest du auch nehmen. Du hast zu wenig. Ja, yeah, ich glaube, das bräuchte ich. Wheel of Fortune will ich nicht wirklich. So wird der Shop noch gar nicht. Aber Herzen. Jeder eins? Ja. Ja. Wollte gerade sagen, herzenstechnisch stehen wir nicht so gut da, aber der Tinted Rock hat natürlich der direkt wieder gerettet. Ich hab mal meine Pille doch genommen. Habe ich einfach mehr Luck in den Räumen. Ja, vor allem bekommen wir dann mehr Raumdrops. Ja, eben. Oh, Flatstone. Ein Stein. Erinnerst du dich noch an den Flatstone? Nee, aber die Beschreibung sagt ja. Das war mit den Tränen, die dann die ganze Zeit über den Boden hüpfen. Ah, ja, aber ich hatte die Schwerter, glaube ich. Die sind doch über den Boden gehüpft, oder? Ja, das, was du aus dem Schwert dann rausgefeuert hast. Ja, genau. Wie kombiniert sich das damit? Ich nehme einfach allen Scheiß mit, okay. Gar nicht. Ja, cool. Das macht nichts. Cool. Meine Lieblings-Item-Kombo bisher. Hive Mind. Leider nicht so hilfreich, wie man meinen würde. Nee. Die Socken für 61.
Achso, die, oh, die sind halt ganz nett. Bei 61 ist nicht ganz nett. Ich könnte sie gratis holen mit Diplopia, aber ist trotzdem nicht wert. Nee, das war nichts. Diplopia muss was Gutes sein. Das war nichts. Ich meine, ist unser letzter... Nee, ist der vorletzte. Ich hab's gar nicht der letzte. Oh, keine Doppelebene. Das wäre auch echt Pech. Warte mal. Lohnt sich auch nicht. Wuff, hab ich gehört und... Komm, nehmen wir. Willst du mitnehmen? Okay. Ja klar, wir sind stark. Ja, das ist ja nichts. Was macht eigentlich das? Ach so, das... Ah, und das macht dann einen stärker, wenn man da auch mal drin steht. Also man schießt den Haufen dann immer instant kaputt. Also er ist schon stark, wenn man in der Aura steht, hat man quasi Sacred Heart, aber... Oh, ich sehe jetzt nicht die Tränen ein bisschen herumhüpfen. Oh ja, ach die rausplatzen hüpfen. Lucky Penny. Jawohl. Komm, wir müssen doch irgendein Luck-Item für dich jetzt mal finden. Ja, genau. Wuff, wuff. Call Space. Ich meine, wir haben goldene Bomben. Da ist er. Oh mein Gott. Und jetzt ein gutes Luck-Item, komm schon. Technology. Ich meine, du kannst haben, wenn du. Ich mag Technology nicht. Also willst du es einfach gar nicht haben? Nee. Okay, dann nehme ich hier einfach jeden Mal. Du magst Technology, ich mag es nicht. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Ist ausrastet, mein Baby. Oh ja, Technology hat ja sogar Homing Shots. Wegen dem Charakter. Das heißt, das könnte ganz interessant sein. Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Kann ich irgendwie mit dem Gamepad-Stick das permanent draußen lassen? Ja, indem du halt in die Richtung drückst. Ja, okay. Ja, ich finde es ehrlich gesagt nerviger, das mit dem Stick zu machen. Ja, es ist nur draußen, wenn ich den Stick permanent komplett rausdrücke. Naja, genau. Vielleicht kann ich so ein bisschen hin und her lenken oder so. Ja, wir können weiter. Ah, wieder vor. Die Karte kann ich noch mitnehmen, ich hab Platz. Ja, stell mal hin, springen wir weg. Wheel of Fortune. Warte, was ist irgendwas mit Luck? Damage für den Raum. Nee. Ja, wenn du halt Schaden genommen hast. Ja. Wollen wir ja natürlich nicht. Die eben tun wir ja gar nicht. Das heißt ja, man müsste schlecht spielen. So. 24% Angel Deal und 16% Planetarium Chance. Haben wir einen Goldraum ausgelassen oder warum 16% Planetarium? Nee, das war wegen Magic 8 Ball. Achso. Das gibt einem auch immer die Chance, was ganz nett ist. Hört weg! Okay. Oh, die Iframes! Die haben doch Leute, aber eigentlich einfach weghüpfen, anstatt irgendwelche Iframes zu haben. Der ist in den Teer gesprungen, der kann doch gar nicht mehr leben, der Junge. Ich glaube, du hast das in dem Video angemerkt, bevor du es gesagt hast, mir nie auffallen, dass der überhaupt an den Seiten Teer ist. Ich dachte, es wäre einfach ein Abgrund. Ich glaube, das hast du auch gesagt, dass du dachtest, es wäre. Ja, genau, ich habe das noch nie gesehen, dass da Teer ist. Ja, mir ist auch erst jetzt wieder auffallen, als du es gesagt hast. Wäre noch besser gewesen, hättest du es jetzt einfach gesagt und hättest wieder behauptet, dass ich ein Gegenteil behauptet hätte. Ja, du meinst ja, dass das nur ein Abgrund ist, aber... Ja. Dann meinte ich, nee, es ist doch der, schau doch, sind noch Blasen, hast du gesagt, nee. Ah, stimmt. Das ist ein Luck-Effekt. Ja, ab 13 Luck. Ich will doch nicht, dass meine Schüsse explodieren. Doch, willst du. Ich weiß nicht, ob es mit Technology funktioniert, aber wenn es funktioniert, safe. Dann... Oh, dann wird... da jetzt brauchst du gar kein Damage ab mehr. Ach, das ist, die explodieren ja gar nicht. Das zündet nur an mit Technology dann. Jetzt kannst du dich mal die Aura stellen und dir anschauen, wie du dann schießt. Siehst du, wie die Stats ansteigen? Das ist quasi Sacred Heart. Hä? Wo kommen die Tränen dann her? Das ist, wenn... Oh, weil du so schnell schießt, dass die Tränen noch entstehen. So eine Feuerrate müsstest du beibehalten. Ja, wäre schön. Nein, nicht ganz. Oh. Geheimraum nehme ich eher an. Ist der oben? Der ist da drüben. Nee. Da unten. Oh, ja. Ist gut, wir haben nämlich noch einen guten Shop. Vor allem haben wir keinen Greed im Shop. Ja, ja. Wenn das lass mal den wegsprengen, der erhöht unsere Deal-Chance, glaube ich. Ich spreng die Pilze hier und hol mir den Magic Mushroom im Mund. Ich meinte die hier drüben. Ja, nimm ihn mit. Wir haben genug Bomben. Okay. Kannst auch die da unten noch sprengen? Nee, ich glaube, meine Regel war auch immer, erst ab 3 Pilzen spreng ich. Ja, ist ganz gut. Vor allem in Repentance, wo man da eh kaum mehr was rausbekommt. Ein Häufchen. Ey, mir geht's nicht so gut. Keine Sorge, kannst dir einen Soulhard kaufen. Und okay. Jetzt wäre das Pillenteil da.
Aber die Lackabpille ist nicht mehr da. Ich wollte ja eh springen. Vielleicht finden wir eine Lackpille irgendwann. Noch. Da ist doch was Gutes für 14 Cent. 14 Cent ist echt günstig, ja. Willst du oder soll ich? Du hast eine höhere Feuerrate. Ja. Ich meine, wir haben auch beide was davon. Du kannst ja auch mit durchschießen. Du kannst auch das halt schwarze Herz. Ist halt einfach unmöglich für mich, da durchzuschießen, ne? Ja, für mich auch so ein bisschen. Ja, vielleicht war es nicht so hilfreich. Oh, warte. Meryl ist nicht so gut. Warte, jetzt in New York. Ja, ja. Ja, gehen wir weiter. Ja. War alles nicht so der Oberhammer. So, pass auf, aber das ist unser letzter Shop und wenn du hier Geld rein donatest, kann dein Luck-Stat erhöht werden. Oh, stimmt. Ich denke doch immer an meine Donation-Automaten. Oh, jetzt hast du sogar wirklich einen Luck abbekommst. Natürlich, hallo, wenn du es mir hier versprichst. Ich bekomme dann irgendwie, ich bekomme kaum welche da. Der Wolf. War hier ein Secret-Room gerade? Der Hund. Ich habe mich nicht verhört, nehme ich an. Nö. Nee. Ich erleuchte alles, keine Sorge. Hillen. Oh, what makes you small? Immer dippidibub. Hm, ja. What makes you small ist ganz okay. Jetzt sind wir beide winzig. Ja, jetzt sind wir beide klein. Jetzt können wir uns nicht mehr so gut unterscheiden, das ist doch ganz nett. Das ist super. Das goldene Häufchen, oder das goldene, das heilige Häufchen ist echt nicht so gut. Ja, ja, das... Ja. Keine Ahnung, was da für Gegner waren, aber die sind tot. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwie aufmachen kann, aber natürlich nicht. Ich hasse diese Mimik-Kisten. Das Baby zielt ist halt schon nett. Einfach AFK im Raum gehen. Ich wünsche, die Mimik-Kisten werden wenigstens goldene. Ich wusste nicht mal, dass es zielt. Warum zielt es denn noch? Lilith ist doch eh schon so stark. Ja, ansonsten wäre es komisch, mit den Tränen zu zielen. Ja, gibt schon aber Sinn. Das wäre der Trade-off, dass man diese Peitsche hat, die Millionen Schaden macht, aber dafür ist es schwer, mit den Tränen zu schießen. Ja, aber manchmal bekommt man auch einfach einen spaßigen Charakter. Das stimmt. Nicht oft, aber manchmal. Das ist der Skull mit dem Kreuz. Ah ja, aber wir wollen ja gar nicht lang, ne? Nur wenn es mega Satan. Okay. Okay. Nimmst du wieder deinen Platz ein? Ja. Ich meine, es geht auch auf der anderen Seite oder so. Ja, dann auf der linken Seite oder gar nicht. Ja, der dumme Haufen ist, halt ist so dumm, man macht ihn immer instant kaputt. Ja, ja, also ich versuche ja nicht mal absichtlich irgendwas zu machen, aber einfach kaputt. Polaroid nehme ich an. Ja, und ich nehme Divorce Papers, weil Tears ich... Tears up. Dann nimmst du ein 0,03 Tears up mit. Okay. Geil. Dann bin ich auf Maximum. Ja. Ja. Ah, du kannst das halbe Herz auch mitnehmen. Ich kann das jetzt mitnehmen, oder? Das ist rechts. Die Rippe brauche ich ja nicht mehr. Wir haben ja keine Shops mehr. Ja, ja, genau. Also er wäre auch nicht mehr in Secret Rooms, theoretisch. Ich glaube, ich würde die Rippe noch mitnehmen, weil das eine Papier, was du hast, das bringt halt... Polaroid. Missing Page oder Missing Poster Effekt, ja. Naja, ist halt... Nee, ist nur unnütz. Okay. Und du heilst dich direkt noch ein bisschen mit der Plazenta. Dafür habe ich sie dabei. Habe ich auf jeden Fall nicht schon vergessen gehabt, dass ich die habe. Ja, ich auch nicht. Keiner von uns hat die vergessen. Das ist Wolf. Gut daran. Ich weiß nicht, was der Wolf sagen möchte, aber Wolf. Er sagt, dass er die Kinder fressen will. Ja, das darf er. Also, was? Da war eine riesige Trollbombe bei dir. Ach so! Ich bin weggehüpft deswegen. Ja, die habe ich nicht gesehen. Lucky Penny für mich. Bitte, was? Ja. Ich hab ihn jetzt zu spät gesehen, muss ich sagen. Ich bin echt traurig, dass meine Tränen nicht Explosionen machen. Ja, das hat jetzt so mehr, deswegen mache ich Technology nicht. Technology ruiniert so viele Kombos. Also, ich meine, die brennen. Immerhin. Ja. Warte, kann ich auch gehen. Hermit. Okay. Oh, langsam mache ich mir Sorgen um meine Leben. Oh ja. Und um deine. Alles gut. Doch, jetzt kann ich wieder auffüllen. Oh, ich chill hier einfach. Fuck. Ja, deswegen chill ich hier oben. Und nicht da, wo die hinschießen können. Kannst du ja nicht mal aufheben, ne? Dann nehme ich das. Das Beste ist, dass das Herz, was da links ist, noch ein Rotten Heart ist, also...
Perfekt. Und da haben wir eine unidentifizierte Pille. Na, das war nicht hilfreich. Was ist auf der Karte für ein Bomb-Symbol gewesen? Ach, zwei Bomben. Ah. Das ist ein bisschen gefährlich, immer an der Tür sofort. Waren die mit Kacke verbunden? Ja. Cool. Ich glaube, ich wäre nicht der größte Fan davon, wenn meine Nabelschnur mit einer Kacke verbunden wäre. Stelle ich mir ja unbehaglich vor, ehrlich gesagt. Ich habe es leider noch nicht erlebt. Ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ja irgendwann mal. Im nächsten Leben. Reingucken können wir. Nee, ist nicht nee. Wenn da 10 Kisten drin wären. Ja, lass mich einfach mal mit meinem Feuerbaby. Verbrennt yes. Alles. Boah, schön für dich. Ich glaube, ich nehme noch ein zweites mit. Das gönne ich mir mal eben. Doch, erstes, glaube ich, ist sicher für Devil Deals und sowas und Angel Deals. Na, ja. So, jetzt kann ich wieder in den Gegner reinrennen. Sehr gut. Ohne Rücksicht des Geist. Guck mal, ein Geist. Auch Verluste. Die hätten wir mal in einem anderen Run gebraucht. Ach, wieder ein halbes Herz. Genau perfekt. Hab wieder, was ich brauche. So 70% Deal-Chance. Warum bekommen wir auch keine Deals aktuell? Das ist auch ein bisschen nervig. Au. Da wurde ein Spiel. Oh, ich bin in ein Loch gefallen. Du bin ich wieder. Wir können mal eben die Bloodbank wegsprengen und schauen, ob wir ein rotes Herz rausbekommen für dich. Ja, ein halbes reicht schon. Das frisst trotzdem einen Treffer. Kriegst du auch ein ganzes. Okay, ja. Ich beklage mich. Wir machen hier keine halben Sachen. Ich wurde, glaube ich, noch nie in dieses Loch gesaugt. Ich war gerade so verwirrt, was überhaupt passiert. Ja, es passiert nicht oft, aber wenn es passiert, dann ist komisch. Okay. Jetzt haben wir kein Herz. Nochmal ein halbes. Okay. Aus diesem Stein hier können öfter Herzen rauskommen. Ich habe eine Temperance-Karte dabei. Oh, nein! Morgi, bleib bei mir. Der hebt dir noch. Oh. Die brauchst du. Wer lebt noch? Oben links wahrscheinlich irgend so ein Spooky. Ja. Ah, ja. Okay, pass auf. Ich werde die Temperance legen und wegsprengen. Okay, ja. Vorsicht, der Stein geht mit hoch. Okay. Oh, da war ein Herz drin in dem Stein. Das kannst du mitnehmen. Ja, ich nehme die Seelen. Genau. Soll ich irgendwie gucken, dass ich das hier so ein bisschen rauspeitsche? Wie ist das nicht runtergerutscht? Ich glaube, die geht über die Stachel. Das funktioniert so viel schlechter, als man meinen würde. Ja, ich muss aber immer nur mit dem Frame Perfect reinpetten. Achso, ja, und ich kann hinhüpfen, egal wo die liegen. Versuchst du mal beide so in die Mitte zu schieben. Ja. Ja, passt. Passt. Du schaffst das. Bitte. Oh. Oh nein. Oh mein Gott. Hallo? Ah, was haben wir hier? Ace of Spades! Mach deine Gegner zu Schlüsseln. Was habe ich hingelegt stattdessen? Ein Hermit. Ein Hermit brauchen wir nicht. Okay. Brauchen wir nicht. So, dann patsch ich dir raus. Oh. Dankeschön. So. Pass auf, jetzt kommt ein guter Angel Deal und ich hole einen Godhead für uns beide raus. Ja. Und dann stirbst du. Es wäre okay, es wäre okay. Oh, ich bin fast in die Stacheln gelaufen. Eieiei. Ich sterb hier gleich. Secret Room ist gerade auch nicht in der Nähe. Wolf! Hat er geheult? Ja. Ja, das Spiel echt leise, aber den Wolf, den höre ich irgendwie. Ja, oh, ich kann meinen Sprung aufladen. Ich kann aber dahin hüpfen. Irgendwie, irgendwann. Ich mag's, wie sie auch immer eins drüber springt. Ja. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein ganz gutes Trinket. Ich kann das andere nicht mehr aufheben. So, enter a new floor, spawns 4 Book of Word. Oh, oh. Kriegst du 4 so Orbitals, aber ja, die sterben. Die schießen halt mit dir auch mit. Ja, ja, genau. Okay. Aber vielleicht schießen die Bomben. Ja, klar. Zuerst der erste, oder? Ja. Der olle Reiter. Der wird einfach. Ich halte einfach mal Technology drauf. Ja, da hat jemand sein Schild bekommen. Aua. Der Kackauf hat mal funktioniert. Da liegt eine Heilung.
Warum haben wir den Deal nicht? Oh mein Gott. Weil du rote Herzenschaden bekommen hast, glaube ich. Nee, ich habe doch noch mein halbes Soul Heart. Fire Rate Multiplier, stackt er sich? Steht ja, nicht, der dass funktioniert ja mit deiner maximalen Feuerrate. Klingt gut. Ja, der funktioniert. Oh, okay, dann gehen wir weiter. Ich meine, wir brauchen keinen, wir haben schon die zwei Keypieces, aber ich hätte... Ja, aber nee. Also ich habe die Plucke doch nicht für nichts dabei. Ich meine, es würde den Chess, könnte es doch hilfreich sein, aber da kommt schon noch was. Dafür haben wir die Bomben. Und einen Wolf. Sehr schön. Erstmal da gucken. Kein was Rock ein Raum. Bottom. Soll ich da rein dingsen, so diagonal? Meinst du, es klappt? Oh. Ja, klar. Ich dachte, du willst springen. Ach so, nee. Ich geb dir mal ein bisschen was, ne? Du kannst locker auf 5 Bomben runter. Fancy Bombs. Nancy Bombs natürlich. Willst du die haben, oder? Nö, sind nicht so gut. Weil man kriegt halt so random Zumobils dann raus. Ich glaube, Peitschen lohnt sich bei mir nicht mehr. Ja, ich glaube, ich will auch aufhören. Ist nämlich nicht so gut, wenn man so nah in die Gegner einfach immer reinrennt. Das heißt nah, das geht ja durch den halben Raum. Ja, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, man konzentriert sich da nicht so sehr aufs Ausweichen. Das stimmt, ja. Okay. Wir sind schon stark. Ja. Wir sind ein gutes Team. Oh mein Gott. Oh, Ace of Spades funktioniert nicht gegen Boss. Ich wollte gerade sagen, das können wir in den Chess einsetzen, aber. Ah, wir haben die Kathedrale ja noch. Oh nee. Ja, da könnte, wenn wir da so einen viereckigen großen Raum kriegen oder so. Ja, genau, da machen wir es dann. Ah, keine Lust auf die Kathedrale. Sehr schön. Ich wünsche, wir können auch mit dem Geld noch was machen. Oh, ja, wir können was mit einer Bombe machen da oben. Warte mal, wir können das in der Mitte wegsprengen und dann... Oder so, oh. Ah! Glasauge, Lack! Endlich. Und 1,3 Damage. Das wird für dich übrigens auch einen großen Unterschied machen. Das ist dein erstes Damage-Up. Mein erstes eigenes Damage-Up. Dafür habe ich gelernt. Ich lass dich mal machen, weil ich habe hier irgendwie echt alle 10 Sekunden einen Ruckler. Oh, wirklich? Ja, ja. Oh. Ich bin nur jemand, der sich da nie beschwert. Ich hoffe, den Zuschauern geht's nicht zu sehr auf die Senkel. Vielleicht stellen wir einfach die Qualität gleich mal auf schnell oder so um. Da verliere ich gerne ein bisschen Qualität nicht statt Ruckler. So Upload-Probleme gerade haben, keine Ahnung. Vielleicht habe ich Download-Probleme. Oh, das hättest du so sehr gebraucht, tut mir leid. Nee, schon okay. Ja, gehen wir rein. Nein, warum ist das hier? Okay, ja. Huh. Nicht so viel Schaden. Nee, ich habe häufig Schaden, aber nicht viel. Aua. Ich kenne ihn nicht. Nein. Ich will den Deal. Okay. Devil Deal. Gehört zu Delirium. Oh, komm, Death Touch für beide, oder? Hä? Oh, Death Touch für beide? Ja. Ah, nee, warte, nur für einen. Der andere muss ja trotzdem zahlen. Ich zahl dann. Oh ja, und Soulard wurde auch. Ich werde das noch mitnehmen, damit ich hier Bookworm bekomme. Ja. Ich das? Was macht das Buch? Das kenne ich gar nicht. Das ist das, wo man Orbital bekommt, der dann random Item ist. Ich nehme die beiden noch mit. Ich habe es einfach nur für den Damage mitgenommen. Das ist eigentlich ein Orbital. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Item ist. Ich habe jetzt den Effekt von dem Item auch. Spawns an Orbital that grants random item effect. The item have a 25%ige Chance to be from the current room item pool. Okay. Ja, das ist, das Gimmick von dem Charakter. Megasatan oder Delirium? Wahrscheinlich Megasatan. Du hast Megasatan ausgesucht. Kannst du das Overlay öffnen und einfach mal auf schön umstellen? Jetzt direkt im Run? Geht das? Moment. So. Okay. Und sieht schon schneller aus? Es sieht nicht anders aus und ich guck mal, ob Lags kommen. Wahrscheinlich wird es mir halt einfach gar nicht mehr auffallen, wenn keine Lags mehr kommen. Der Input-Lag ist so viel weniger. Holy shit, ich kann einfach spielen. Oh, wirklich? Aber der Lag ist noch da, okay. Aber der Input-Delay ist wesentlich besser geworden, ja. Oh, der Ice-Cube ist so gut. Ah, die Bitrate ist ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Aber meine Wisps? 20% der Gegner werden einfach versteinert, wenn man Raum betritt. Oh, okay. Der wird einfach gelöscht. Das hilft ungemein weiter. Woher kommen die Sensen? Die Sensen sind von mir.
Ah, okay, du hast auch Sensen, stimmt. Wir haben es ja beide. Wolfie. Ja, ich sehe, dass die Qualität ein bisschen runtergegangen ist, aber ich glaube, das ist es trotzdem wert. Ja, wenn die Spins weniger Delay hat, ist das schon ganz nett. Gut weggepeitscht. Ich dachte, da können wir noch was Cooles machen, aber war nicht wirklich viel los in dem Raum. Wer ist eingefroren? Ach, oder kannst du Gegner... Ich dachte, ach, wenn man einen Raum betritt, wird schon eingefroren. Der pockt auch ein bisschen. Oh, ich hätte nicht was los. Ja, wir kommen ja irgendwie hin. Sehr schön, ich spreng die mal frei. Oh Gott, welche Bombe. Oh, Bomberman, ja. Candy Heart. Warum? Hallo? Wenn ich ein rotes Herz aufhebe, dann kriege ich minimale Stats. Ist die einfach leer? Oh, Pepper Bomb. Ist der nett? Okay. Ja. Der kommt auf mich zugecharged. Energie. Kannst du Energy. Oh, die würde ich dann mal eben. 48 Hours. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich alles bekommen habe, aber wir würden. Warum hast du eigentlich Wisps um dich rum? Das Buch? Von dem Buch. Ah, okay. Jetzt, wenn ich das Buch einsetze, kriege ich so ein Wisp und bei mir ist jeder Wisp Item. Ah. Das habe ich so lange, bis der Tainted. Wisp ist. Du hast aber den Tainted-Effekt von. Tainted Bethany ist das, ja. Bethany, genau. So hieß er. So, das Problem sind deine Leben aktuell. Jetzt sind die ein bisschen. Ja, wir sprengen einfach alles weg, was wir finden an Feuer oder meine so. Die sehen auch nicht so gut aus, muss man fairerweise sagen. Nein! Oh, deine sehen besser aus. Ich hätte echt gern noch eins mehr, bevor wir zum Boss gehen. Ich wollte das jetzt gerade auch wirklich nicht mitnehmen, ob du es glaubst oder nicht, aber... Okay, ich konnte nicht alle in... nee, gegen Boss funktioniert sich. Ah, der ist sogar wirklich ein Soulheart. Sehr schön. Oh, wollte doch Energy. Jetzt bin ich bereit für den Boss. Ich auch. Du hast die Robofliege. Ja. Cool. Ich bin wieder auf der Seite. Doch, bitte nicht auf mich poggen. Ja. Sind wir schon weiter als ich beim letzten Mal. Ja, Isaac, der geht ganz gut down, würde ich sagen. Ja. Der wird ein bisschen gepeitscht, der Junge. Oh, dann kommt das Feuer! Das Peitschen ist, glaube ich, echt stärker. Ja, ist es auf jeden Fall. Ich habe gerade ja mal gesehen, also draufhalten macht Spaß, aber jetzt wird reingepeitscht. Und jetzt ist wie auf dem Männerklo. Diplopia, let's go. 8 Kisten. Angry Fly, Spider Baby, Rainbow das ist für Cookie. Mich. Rainbow oder? Cookies für dich, yeah. Play-Doh Cookie. Each of Isaac Tears have a... Okay, einfach nur Starteffekt, gar nicht mit Luck, schade. Aber was trotzdem, du hast eine hohe Feuerrate. Hab ich Fire Mind? Bin ich immun gegen Explosion? Nee. Sicher? Ich bin mir relativ sicher, dass du nicht immun gegen Explosionen bist. Es gab eins, womit man aber geheilt wurde bei Explosionen und sowas. Das war Pyromaniac. Und Ghosthead macht immun. Wer will die? Die Angry Fly? Nein, nehme ich sie mit. Nimm du sie. Angry Fly ist lustig, der rotiert um die Gegner. Mit meinem Lack und so sollte es ja ganz funny werden. Wir schauen, wie wütend die Fliege ist. Ja. Die ist richtig wütend. Das bringt nicht wirklich was. Beziehungsweise, wenn Gegner da reinrennen, nehmen sie einen Schaden, aber in der Regel bringt es nichts. Aua. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Na, gute Sache ist, dadurch, dass du so einen hohen Lachs-Stat hast, sollten wir auf jeden Fall ein paar Kisten bekommen. Das macht so viel weniger Schaden. Peitschen weg, ja. Lock up. Das ist eine... Ja, okay, nochmal. Zeit. Kannst du mal überlegen, ob du vielleicht... Nicht links von ihm stehen. Ich würde nicht direkt links von ihm stehen, ja? Ja. Ein bisschen unterhalb ist in Ordnung. Oh, Kiste. Was kriegen wir Schönes? Ja, ich nehm's. Ist es ein permanentes Herz? Muss ja. Nee, das verwandelt dein rotes Herz darin um und es macht nicht wirklich einen Unterschied an dem Punkt, aber es hilft auch nicht. Okay. Der Boss sieht aus, jetzt könnte ich damit draufprügeln. Ruckelt das Bild noch? Ein bisschen. Mann, wir sind jetzt gleich durch. Ja, vielleicht liegt es liegt an Steam oder so. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ja, das ist nicht der netteste Raum.
Kiste? Okay. Jacob's Ladder? Ist das so? Okay. Ja, nimm mal mit. Ich hab ein HP. Ich sterb doch jetzt eh damit. Du brauchst das. Okay. Damage. Dann haben wir die Electric Tears. Nee, ich meine, ich habe eh schon meine Regenbogen-Technology hier. Ich habe irgendwie super viele Items bekommen durch das Buch. Warum ist da Schatten? Ah, die sind alle von deinem Trinket versteinert worden. Ich war bei mir einfach unsichtbar. Oh, ich habe 4,5 Volt bekommen. Oh mein Gott. Ja, hab ich vorhin gesehen. Oh, das ist so stark. Ich bekomme jetzt so viele Items. Oh, ein Giga-Raum, okay. Tut mir leid, ich wollte nicht so weit weglaufen, aber ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Cricket's Head! 6,3 Damage plus! Bis es kaputt geht. Säumilk! Ich nehm's mit. Nein. Fire Raid, let's go! Ich meine, das ist wirklich gut mit deinen ganzen Tears-Effekten. Wir müssen HP für dich finden. Ja. Brauch dich bei Mega-Satan. Das Regenbogen-Baby. Es wurde gefüttert. Ja, ich nehme meine Bomben. Ich weiß nicht, was passiert, aber das Baby löscht den Raum. Ey, da unten war ein Secret Room. Ist er hier auch? Ja. Sehr schön. Kaum hat man die Rippe weggelegt. Ein Teleport. Ja, egal, er hat ihm trotzdem eine Kiste gegeben. Also, es war jetzt ja kein schlechter Secret Room. Sogar vielleicht besser. Das war besser. Ah. Oh, geht weg, geht weg. Okay, wir haben Retro Vision. Oh, das ist ein stark. Leben. Ja. Ich habe 2 HP. Vorher gerade wirklich noch wilder. Okay. Ich hoffe, das wird auch gegen die Bosse so ein bisschen lustige Effekte haben. Du hast haben. 17 Schaden. Verrückt. Ja, das ist, weil ich Cricket Set zwischendurch gefunden habe. Ich merke, du löscht die halt mit einem Schlag. Ich lebe Sandy aber mit allen Effekten, die es gibt im Spiel. Ja, ich habe so viele Items um mich herum. Ich weiß nicht mal, was das alles ist. Aber meine Tränen sehen doch genauso aus wie davor. Also, irgendwie ist es auch nicht so aufregendes Zeug. Machen wir Blue Baby noch schnell? Nee, lass erstmal Räume noch klären. Okay. Also, Blue Baby macht mir halt Safe Damage. Ich brauche halt jeden HP-Punkt, den ich gerade kriegen kann. Na. Ich hätte mir so Balls of Steel Pillen. Ich fürchte ja immer nicht mehr aus? Rotation. Okay. Null. Werfbar. Da muss man zweimal in eine Richtung drücken. Man denkt nie dran, den einzusetzen. Fängt aber gleich mit Kamikaze bei Mega-Satan. Oh, ja, ich renne. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie der Creep mich nicht getroffen hat. Sackhead! Punching Bag, ist egal. Ja, den nehme ich mit. Falls Feuer mir nicht wehtut, okay. Er wollte nicht zu Hush gehen? Nee, Hush-Gegner. Half a heart and Creed creates a clot. Oh ja, das ist auch das Gimmick von einem Tainted-Charakter. Aha. Solltest du nicht mitnehmen. Ich will es auch nicht mitnehmen. Es ist nämlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen damit immer. Man killt sich damit sehr leicht selber. Hier lebt überhaupt noch was? Okay. Oh, der ist klein, der Raum da oben. Kommen nur zwei Monstros oder so. Siehst du? Ist ja ganz harmlos. Dann war mindestens tot, bevor was passiert ist. Jetzt! Oh, wichtig für dich. Wichtig, wichtig. Gegnerschüsse können reflektet werden. Ja, ich glaube, 25% Schüsse ablocken und zusätzlichen Soul Heart. Also, ich habe halt 200 Schüsse pro Sekunde. Jetzt können wir töten, was du meinst, gerade. Du hast das Soul Heart. Nee, wir gehen direkt zu Mega-Satan. Okay, okay. Es gibt keinen Grund, Blue Baby zu machen. Bist du bereit? Das stimmt. Ja, ich bin bereit. Warte, wir haben Super Secret Room nicht. Den nehmen wir noch mit. Wo war der? Das ist die Frage. Der Wolf hat ja gemacht. Vielleicht haben wir es auch einfach ignoriert, weil so viel Action. Ich denke, wir haben es überhört. Ich denke, der Bild ist ziemlich relativ laut, wenn man den Raum betritt. Ah. Da ist ein. Ich würde sogar sagen, unten. Na, dann mach doch mal. Klugscheiße. Warte. Da. Okay, ich keine Ahnung, wo die Ecke ist. Hä, warte mal. Aber hier? Ach so, da. Okay, ich dachte gerade unten wäre falsch. Nee, ich hab nur falsch gesprengt. Das bringt uns leider auch nichts. Aber der Klugscheißer hatte recht. Das hat mir was gebracht, innerlich. Naja.
Nee. Das, mir hat das gar nichts gebracht. Ich fühle mich nicht gut damit. Oh, ein Rottenhart. Nee, das wäre sehr schlecht. Okay. Hallo, ich habe einen Damage oder so. Ja, mach du den mal an. Ah, ich muss ja mit. Ja, ich stelle mich mit hoch. So ein bisschen. Versuch den so auf alles. Kurzei! Oh mein Gott. Als ob das Spiel jetzt Kurzei reingedrückt hat. Will ich fünfmal hier raus teleportiert werden? Wir kommen Champions, heißt sie droppen Soul Hearts. Okay, Achtung, Bomben. Ich verstehe gar nicht mehr, was hier passiert. Irgendwie Reiter. Ja. Evil Eye. Okay. Ich mach die Träne irgendwie nicht weg damit, scheinbar. Der Laser macht, das zählt nicht dafür. Der wurde gelöscht. Du wurdest berührt, ja. Achtung. Oh nein. Nein. Wir haben beide noch. Stell zwei dich da Einzel. Ein. Au! Stell mich. Was für ein Arschloch. Oh nein, der Engel. Da unten ist ein Herz. Kannst du aufheben? Ich hab's aufgehoben, weil ich gebraucht hab, scheiße. Ja, ich will okay, so wenig Leben haben. Lösch ihn. Er kommt wieder. Ich glaube, ich mache jetzt auch die Tränen besser. Oh ja, ich mache das Feuer. Okay. Du kriegst das Feuer die ganze Zeit irgendwelche Items. Was ist überhaupt mein Bild gerade? Du hast ein HP. Ja, das habe ich mitbekommen in den Teil. Okay, ich hab nur ein bisschen Angst um dich. Nee, das Feuer regelt das schon, keine Sorge. Aua. Vor allem okay, die Orbital schützt mich gegen Projektile erstmal für Ewigkeiten. Achso, das stimmt nicht zu dir. Und das Feuer, das lässt direkt seine Projektile verschwinden. Okay. Dann stelle ich bei dir. Gut zu wissen, dass du mein Schutzschild bist. Die Orbitals gehen da kaputt dabei, oder? Beim Blocken. Ja, das ist schon okay. Das ist in Ordnung. Okay. Wo das herkommt, gibt es noch genug weitere. Glaub? So, Megasate, wie sieht's aus? Willst du noch was machen oder? Ja, nicht? Nee? Boah, okay. So easy. Wir haben beide noch reichlich Leben übrig gehabt. Mehr oder was? Schade, ein Herz kein gedroppt. Delirium. Schade. Aber es ist gerade noch ein Herz gedroppt. Wir können es nochmal heilen. Pock. Ja, wir haben Run geschafft. Ja. Sogar Megasatan. Ich fühle mich wieder mal in meiner Vermutung bestätigt, dass das Spiel in der Tat einfacher wird, wenn man mehr Zeug freigeschaltet hat. Du meinst also, wenn man die starken Items hat, wird man stärker? Ja. Es ist aber auch, also allgemein, der Run hat schon so stark angefangen. Und Lilith an sich ist auch echt stark. Der Charakter ist, wenn man zu zweit ist, irgendwie... Also Blue Baby ist ja echt nichts dagegen. Ja. Ja. Der halbe aber Run sehr war, lustig. Sehr war, guter war, Run. Konnten wir ohne Damage-Ups einfach alles killen. Ich bin so froh, dass ich wenigstens dieses Feuer gefunden habe, dass ich meine Millionen Luck gelohnt haben. Ja, dein Bild war auch noch relativ interessant. Ja, aber ich das Gefühl habe, die meisten Tränen-Effekte von Rainbow Cookie wurden von Technology überschrieben. Gut möglich. Aber das heißt, sonst hätte ich uns vielleicht in die Luft gesprengt oder so. Das meiste, ohne Technology wäre es echt lustig geworden, ja. Ja, deswegen will ich es halt nicht mitnehmen, weil es so viel, es überschreibt so vieles und hat nicht so viel Kombos. Ab jetzt Technology-Hater, ist notiert. Ja. Also ich. Ich schon ewig. Dann wird sich auch nichts ändern. Ja gut. Ein weiterer Run. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, hat euch Spaß. Bis dann. Tschüss. Beim nächsten Mal verlieren wir wieder. Ja. Oh, so viele Charaktere. Ja, so viele schon wie viele abgeschlossen davon. Ja. Und so wie viele Gamer. Nicht. Ey, aber das verstehe ich. Ich hab den Fies geschafft. Den werde ich halt nicht anrühren bei mir. Da, nee, das wenn ist online meine, was ich geschafft habe. Ja, ich weiß. Aber wenn wir Online-Koop da ist, dann spielst du den einfach und unlockst für mich die Sachen. Ich werde den einfach nicht spielen. Mein Plan war, dass du ihn spielst und für mich die Sachen Oh nein. Okay, dann spiele ich den.